Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Paulina Paleva und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich meine Dehnroutine. Sehr viele von euch haben schon danach gefragt und deswegen gibt es die heute für euch. Also ich muss sagen, Dehnen mache ich wirklich jeden Tag. Egal ob im Unterricht oder zu Hause. Dehnen entspannt mich sehr, aber weil ich es auch wirklich seit Jahren mache, deswegen tut es mir auch gar nicht mehr weh oder sonst was. Es entspannt mich wirklich sehr. Und heute zeige ich euch meine Routine, die Übungen, die ich so mache. Und viele von euch fragen, ja, wie hast du es denn geschafft mit dem Spagat? Also ich würde jetzt sagen, also wirklich mit den Übungen, die ich jetzt auch euch heute zeige. Natürlich klappt es nicht direkt nach dem ersten Mal. Ihr werdet beim ersten Mal auch merken, dass manche Sachen echt noch sehr wehtun am Anfang, beziehungsweise einfach unangenehm, wenn man sich wirklich selten dehnt oder gar nicht dehnt. Dann kommt es natürlich an, bei manchen geht es dann nach 2 Wochen, bei manchen nach 2 Monaten. Wenn ihr euch wirklich jeden Tag dehnt, mindestens 15 Minuten, dann klappt es auch wirklich irgendwann mit dem Spagat. Ich muss sagen, bei mir hat es natürlich sehr schnell geklappt. Damals, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen habe ich den Spagat gelernt. Und ich sehe es auch bei meinen Schülern. Die meisten meiner Schüler können einen Spagat. Natürlich auch wegen diesen Übungen. Die können die mittlerweile in- und auswendig machen, die auch zu Hause oder im Unterricht. Und deswegen, die meisten können auch schon einen Spagat. Und ich denke auch, ihr werdet es schaffen, wenn ihr diese Übungen tagtäglich ausübt. So, wir starten mit der ersten Übung. Wir nehmen ein Bein vor. Bei mir ist es jetzt hier der Link. Linke Bein, genau, rechts ist hinten. Die Hände legen wir einmal hier auf die Oberschenkel ab. Ja. Gehen so tief wie es geht erstmal. Und bleiben in dieser Position und wippen so ein bisschen. Ganz wichtig, das hintere Knie dürft ihr nicht ablegen auf dem Boden, sondern es muss in der Luft bleiben. So, und ein bisschen ziehen. Genau. Schön wippen, wippen. Hier mindestens 1 Minute halten. Genau. So. Von hier aus stellen wir den Fuß wieder hinten ab, den Fuß hinten ab. Genau. So, und den jetzt hier einmal. Ganz wichtig hier ist, die Knie einmal ausstrecken. So, wenn ihr nicht so tief kommt, wenn ihr nur bis hierhin kommt, ist das auch in Ordnung. Geht so tief wie es geht. Wenn ihr merkt, okay, es tut weh, dann bleibt in dieser Position und hält diese Position. Ich kann natürlich schon ein bisschen tiefer, deswegen halte ich hier ein bisschen. So, von hier aus gehen wir mit dem anderen Bein vor und machen genau dasselbe. Hände ablegen, tief gehen wie es geht und wippen. Denk an was Schönes, an was Lustiges. So, und von hier aus gehen wir wieder nach hinten. Füße wieder eng zusammen. Knie ausstrecken. Nach unten ziehen und halten. So, wenn ihr auch schon so tief kommt wie ich, versucht eure Nase zu den Knien zu ziehen. Hilft auch noch ein bisschen. Genau. Schön ziehen. So, wir mussten dann ganz kurz unterbrechen, weil Nika reingekommen ist. Genau. So, jetzt geht's aber weiter. Also, wir machen quasi genau dieselbe Übung nochmal. Nur, dass wir die Hände jetzt ablegen auf den Boden. So kommen wir noch ein bisschen tiefer. Genau, also quasi nochmal dasselbe. Einmal vor. Und auch hier ein bisschen wippen. Beine wieder zusammen und auch hier nochmal ziehen. Und wir wechseln mit dem anderen Bein. Vor. So tief gehen, wie ihr könnt. Und jetzt geht's einmal
auf den Boden. So, wir sind jetzt auf dem Boden, die Beine sind auseinander. Und jetzt ziehen wir uns, also jetzt wichtig ist bei diesen Übungen auf jeden Fall, versucht nicht die Knie hochzunehmen, genau. Ja, die Knie müssen auf jeden Fall auf dem Boden liegen. Wir ziehen uns jetzt mit der rechten Hand zum linken Fuß. Die linke Hand legt ihr einfach hier auf dem Boden ab. Auch hier ist wichtig, wenn ihr nicht so weit kommt, wenn ihr zum Beispiel nur bis hierhin kommt, reicht das schon, wenn ihr merkt, okay, es zieht schon, dann einfach in der Position bleiben und so ein bisschen ziehen. Ich komme natürlich ein bisschen weiter, so, und deswegen bleibe ich jetzt in dieser Position. So, und ich wechsle zur anderen Seite. Von hier aus ziehen wir uns nach vorne. Ganz wichtig ist, die Leute, die sich jetzt wirklich selten dehnen oder gar nicht dehnen, kommen nicht so weit nach vorne. Das ist klar. So, aber es ist auch nicht schlimm, ja, weil je öfter ihr das macht, desto tiefer kommt ihr auch. So, also, ganz wichtig auch hier, geraden Rücken halten. Schultern nicht so, ne, nach oben ziehen, sondern Schultern tief, Rücken gerade, weil viele machen dann auch das. Auf gar keinen Fall, ja, Rücken gerade halten. Dann ganz langsam nach vorne krabbeln, bis ihr merkt, das geht nicht mehr. Wenn es nur bis hierhin geht, wartet ihr hier und bleibt in dieser Position und wippt auch hier so ein bisschen. Ich komme natürlich ein bisschen tiefer und halte in dieser Position. Wir wiederholen nochmal, wir gehen nochmal zur einen Seite. Und wir gehen zur anderen Seite. Und wir ziehen nochmal nach vorne. Okay. Von hier aus setzen wir uns in den Schmetterlingssitz. Genau. Das heißt, wir nehmen die Füße einmal zusammen, also Fußflächen zusammen. Versuchen auch hier gerade zu sitzen, ja, nicht so ganz krumm und schief, ganz gerade. So, die Hände könnt ihr eigentlich hier einfach am Fußgelenk halten oder hier an den Füßen. So, gerader Rücken und wir versuchen jetzt die Knie so tief wie möglich zu drücken, also schön rein in den Boden drücken. Auch hier so ein bisschen wippen. Hier wichtig, Knie nicht nach oben nehmen, schön auf dem Boden halten. Genau, und auch hier gerade Rücken, Schultern nach unten und versuchen nach vorne zu ziehen. Wenn es nur bis hierhin geht, ist es in Ordnung. Halten und ziehen. Und halten ein bisschen, solange es geht. Thank you.
eigentlich auch schon. Also Leute, das sind auf jeden Fall meine absoluten Lieblingsübungen. Den Übungen, die ich mache, die mir gut tun, die mir helfen. Es gibt natürlich zig andere Dehnübungen noch, die ihr auf jeden Fall auch bestimmt auch irgendwo auf YouTube finden könnt. Es gibt wirklich sehr viele. Das sind halt einfach meine Lieblingsdehnübungen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr die öfters auch ausübt, abends mal 15 Minuten, aber auch vielleicht jeden Abend, ne, nicht nur einen Abend oder mindestens dreimal die Woche, dann klappt es irgendwann auch mit dem Spagat. Und mit dem Spagat ist es so, versucht einfach am Anfang so tief zu gehen, wie es möglich ist. Ja? Wenn es nur so viel ist, dann ist es in Ordnung, dann versucht ihr da zu bleiben und einfach... Ganz wichtig ist, übertreibt es nicht. Wenn ihr merkt, oh, es geht nicht mehr, dann ist es in Ordnung. Einfach ein bisschen dehnen. Und irgendwann kommt ihr auch immer tiefer und tiefer. Wie gesagt, je öfter ihr euch dehnt, dann klappt es auch. Wichtig beim Spagat ist, nämlich den Fehler machen ganz viele, die denken, das ist ein Spagat. Und dann sitzen die so, ist nicht gut, ist nicht gesund und ist vor allem auch, es ist einfach kein Spagat. Versucht wirklich hier auf dem Boden zu sitzen mit dem Becken. Genau. So. Und auch wenn ihr dann auch einen Spagat könnt schon, ja, dann auch versuchen, im Spagat zu sitzen eine Zeit lang. So, und ich bin ganz ehrlich, bei mir klappt es auch mit links sehr gut, mit rechts leider nicht. Kann ich euch auch jetzt zeigen, das ist bei mir mit der rechten Seite echt nicht so einfach. Das heißt, ihr seid nicht die Einzigen. Ja, also links ist meine absolute Lieblingsseite. Mit rechts klappt es bei mir nicht so gut. Ich komme zwar auch tief, aber es tut auf jeden Fall ein bisschen mehr weh. Leute, das war's auch schon. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich hoffe sehr, dass ihr die Sachen auch ausprobiert und das nicht nur einmal. Beim ersten Mal, wenn ihr das gemacht habt, klappt es natürlich nicht mit dem Spagat. Das dauert ein bisschen. Bei manchen kann es 2 Wochen dauern, bei manchen kann es 1 Monat, 2 Monate dauern. Es kommt ganz drauf an, wie euer Körper ist, wie sportlich ihr seid oder auch nicht. Genau. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ansonsten, ich würde mich sehr über Kommentare freuen, wie ihr es fandet. Abonniert unbedingt meinen Kanal, liked das Video, kommentiert das Video, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.